Zur Feier des WM-Siegs von Lionel Messi hat EA ein richtig geiles Icon-Pack in FIFA reingebracht. Und zwar das 88 Plus mit oder World Cup Icon-Pack. Das heißt, ihr könnt aus dem Pack nur mit oder WM-Icons ziehen, die ein Minimum 88er Rating haben. Die Icon-SBC ist mit 250k auch extrem günstig. Wir haben alle mit einem viel, viel höheren Preis gerechnet. Und falls du dich jetzt fragst, lohnt sich dieses Icon-Pack? Soll ich dafür meine Münzen ausgeben? Soll ich dafür mein SBC-Futter weghauen? Ja oder nein? Genau bei dieser Frage werde ich dir helfen. Wir werden uns anschauen, was so die besten Spieler sind, die wir daraus ziehen können und was natürlich auch die schlechtesten Spieler sind, die wir daraus ziehen können. Und im Anschluss zeige ich euch natürlich auch noch einige Icon-Packs, die wir gestern on Stream geöffnet haben. Ja, Freunde, schauen wir uns mal das Pack im Detail an. Ihr seht, es läuft noch 6 Tage lang. Das heißt, ihr könnt euch auf jeden Fall Zeit lassen, um die SBC abzuschließen. Wir müssen ein 85er und ein 87er Team abgeben. Und wenn wir das mal mit den vergangenen Icon-Packs vergleichen, wir hatten ein 87 plus Base oder mit Icon-Pack für genau denselben Preis. Und diesmal habt ihr nicht die Base-Icons, sondern die WM-Icons, die einfach nochmal viel geiler sind. Plus, ihr habt nochmal ein Rating mehr mit 88 plus. Also im Vergleich zu den vergangenen Icon Packs ein absolutes W. Im Hintergrund seht ihr gerade alle mit Icons, die wir nicht aus dem Pack ziehen können. Und ich finde, das ist auf jeden Fall gut gemacht, weil das sind größtenteils eigentlich nur Schrott-Icons. Und dann bleiben uns genau 89 Icons übrig. Und davon sind dann hier 32 Icons über 250k wert. Und 57 Icons sind unter 250k wert. Das heißt, die Gewichtung ist 2/3 zu 1/3. Allerdings kommen ja hier auch nochmal die WM-Icons dazu, bei denen ihr jede einzelne Karte ziehen könnt, weil hier jede einzelne WM-Karte ein Minimum 88er Rating hat. Hier haben wir nochmal 37 Karten, wovon dann 18 Karten unter 250k wert sind und 19 Karten über 250k wert sind. Also hier ist das Verhältnis quasi 1 zu 1. Wir haben also insgesamt 126 Icons, die wir ziehen können und 50 davon sind über 250k wert. Es ist also im Endeffekt eine 40 zu 60 Wahrscheinlichkeit. Ihr werdet also in den meisten Fällen etwas schlechtere Sachen ziehen. Wenn wir uns aber mal die Spieler, die über 250k wert sind, anschauen, haben wir hier schon extrem krasse Banger dabei. Es fängt an bei einem Lahm, der schon sehr gut ist. Dann haben wir noch ein paar starke Stürmer. Dolgisch, Stoichkov, Desailly, Lamborghini, Figo, den ihr auch auf der 10 spielen könnt, Van der Sar, Best, Henri und dann natürlich auch die Top-Tier-Icons. Wir haben Jairzinho, Vieira, Matheus, Puskas, Ronaldo, Rullet, Pelé. Nach oben hin wird es also immer sehr, sehr krass. Und bei den WM-Icons sieht es nicht anders aus, weil wir hier extrem viele spielbare Karten haben durch das Weakfoot oder Skill-Move-Upgrade. Beispielsweise ein Eto hat 5 Sterne Weakfoot, ein Dolgisch hat 5 Sterne Weakfoot. Deswegen, Freunde, können wir festhalten, dass vermutlich so die Hälfte der Icon-Packs schlechter sein wird und die andere Hälfte besser sein wird. Und um herauszufinden, ob diese Theorie auch wirklich stimmt, machen wir jetzt die ganzen Icon-Packs auf. Jungs, wollen wir ein Roulette machen? Stats? Oh, warte, bei Stats habe ich jetzt aber reingeschissen. Stats können wir machen. Na, scheiße, jetzt muss ich aber wie so ein... Wartet. Ah, ich sehe nichts. Okay, wir machen einfach ein Stat-Pack. R3-Pack. 88 Füße sieht nicht gut aus. Das ist ein bisschen zu viel. 91 Steff ist ein Verteidiger. Und das ist auch schon wieder der Bruch. 61 Dribbling, 60 Passen. 46 Schuss, 70 Tempo, Vidic. Oh ja! Zum Glück habe ich kein Roulette gemacht, das hätte mich ja durchgebrochen. Ich habe auseinandergenommen. Roulette können wir machen. Also für Storm, ist das irgendwo der Scheiße. Aus der Bundesliga. Stimmt. Komplett, ja. Mach die Dings auch. Sind die auch kein Wildcard? Kauf mal her. So ein Go, dieser Martinez, ne? So ein Go. Gönn den Titel nur Messi und Dybala. Aber ich bin ehrlich, die ganze 100%. Mannschaft hat geisteskrank gekämpft. Ne, fühle ich aber 100%. Sehe ich genauso. Also, das war eine also Meisterleistung vom Team. Diesen Emiliano gönne ich wirklich am wenigsten. Wirklich komplett. Es gar nicht. Ja, er ist maximal unsympathisch, das stimmt. Aber er ist gut und ein Kämpfer. Er ist halt so ein Pepe. Er ist ein Go. Er ist so ein Pepe für Argentinien. So, jeder hasst ihn, aber er ist wichtig fürs Team. Nee, Pepe ist cool, wie er macht. Da, aber so cool, Junge. Der tritt Leuten auf die Hände und bricht Leuten Knochen. Ja. Was für cool. Ja, ja. Bist du dumm. Nee, aber guck mal, Pepe sieht auch so aus wie einer, der das machen darf. Weißt du, wie ich meine? Pepe. Oh, Pepe Figo? Ist halt einfach, Pepe ist genauso wie Paré. Das ist einfach Warenbeißer. Das ist, gehört einfach dazu. Aber Martinez ist einfach ein Go. Figo, was sagt ihr? Weh? Oh, ist schon okay. Nicht schlecht. Boah, 450k, warum ist der so teuer? GG's? Ja, Bruder, der Schiri war heftig. Der Schiri war strong und es war ein richtig fetter Wash, Alter. Ja, der hat einen richtig fetten Bizeps. Der erste Elfmeter für Argentinien, weiß ich nicht, ob das einer war, aber... Aber das Ding ist... Er hat ihn halt trotzdem getroffen. Die Linie war von dem Schiri war okay, weil er hat den anderen dann auch gegeben auf der anderen Seite, weißt du? Aber Dings, wie heißt... ich sag dir ehrlich, du darfst so Leute wie Tchouaméni
Elva nicht schießen lassen. Er war so arrogant, ne? Habt ihr es gesehen? Digga, er war so confident. Ich hab meinen Bruder, ich wusste, er verschießt. Ich war mir eigentlich sicher, dass er den reinmacht, so confident, wie der aussah. Ich hab auch zu meinem Bruder gesagt, guck mal, wie confident der ist. Er hat dicken Lippen. Er sieht auch aus wie Pogba, ne? Ja. Er kommt nächstes Jahr, machen wir ein R3-Pack oder so. Aber ey, wir müssen jetzt eine Sache respektieren. Und zwar, wie gut hat Messi die Elfmeter heute geschossen? Ja, aber die waren frech. Oder er hat Lurie in seine Seele geguckt. Der bei zweiten war schon knapp, sag ich. Boah, der zweite, der ist einfach reingekullert. Ich hab Kulturschock bekommen. Das sieht nur knapp aus, aber der ist so krass geschossen, dass der muss nicht festschießen. Das ist alles so gewollt. Oh Jungs, was sagt ihr? Wer ist das? 83 Tempo, 88 Füße, 88 Step? Das sieht so nach einem Campel oder so aus. Der Saeli Lamborghini. Auch okay. Ist okay. Mbappé Unsichtbarkeitsspray gehabt und dann macht er einfach in 2 Minuten 2 Tore. Der Volley war respektlos. Wirklich respektlos. Er hat doch so viel Zeit, er hätte ihn nicht mal Volley nehmen müssen, aber er war einfach confident. Hast du im Video gesagt, in Informs investieren? Aber was für ein Rating? Ist egal. Wenn du 83er Informs für 13k bekommst, dann nimm die mit. Wir haben keinen Verteidiger. Besser ist es auch. 9 Dribbling, bisschen wenig Beweglichkeit aber. 93 Pass. Das sieht nach einem ZM aus. 79 Schuss, 75 Tempo. Ja, das. Wer ist denn das? Xavi oder so? Pirlo. Rille Pirlo. Ja, es ist gefühlt die. Ne, ein Pack ist gut, das nächste scheiße. So läuft's gerade. Okay, wir gehen rein ins Pack. Was haben wir drin? Dieses Mal auf trocken einfach rein. Ich glaube, wir hätten einfach. Ja. Nein, ich weiß nicht. Kannst du nicht retten. Kannst du nicht retten. Egal, was du sagst, ist nicht zu retten. Der wird discarded. Das war das Karte. Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal. Wenn ihr das Pack aufgemacht habt, kommentiert gerne, wen ihr gezogen habt. Heute Abend bin ich wieder live. Bis dahin, Freunde, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.